B2.2. Für Punkte Pn auf der Strecke ms gilt, spn in Abhängigkeit von x sind x Zentimeter, x Element reelle Zahlen und von 0 bis 10,44. Verlängert man die Diagonale ac über den Punkt a hinaus um 1,5 x Zentimeter, so erhält man Punkte an und es entstehen neue Pyramiden an, bcd, pn. Zeichnen Sie den Pyramide a1, bcd, p1 und die zugehörige Höhe p1, f1 mit dem Höhenfußpunkt f1 auf A1c für x gleich 3 in das Schrägbild zu B2.1 ein. Bei solchen Aufgaben am besten nochmal ganz von vorne anfangen und Schritt für Schritt durchlesen und durchdenken. Es gibt neue Punkte P, die liegen auf der Strecke MS. Für die Erklärung nehme ich jetzt die Skizze. Hier brauche ich zuerst die Strecke MS, die liegt so drin und da liegen die Punkte P. Weiter wissen wir, die Entfernung von S zu P sind x Zentimeter. Das heißt, wenn x 5 wäre, wäre es bei 5 cm entfernt. Wenn x 10 wäre, wäre es 10 cm entfernt. Also kann man festhalten, diese Strecke hier soll x Zentimeter sein, von S nach P. Weiter heißt, verlängert man die Diagonale AC über den Punkt A hinaus um 1,5 x Zentimeter. Hier ist die Diagonale AC über A hinaus verlängert, das heißt in diese Richtung, kriegen wir hier einen Punkt AN, der irgendwo hier draußen liegt. Ja, wo genau wissen wir nicht, weil es sind 1,5 x Zentimeter, also 1,5 mal x Zentimeter. Es entstehen neue Pyramiden, nämlich AN, B, C, D, D und PN. Die sehen dann ganz grob skizziert so aus. Ja, A, B, C, D als Grundfläche, A, N, B, C, D als Grundfläche und Punkt P1, PN als Höhe. Jetzt heißt es noch weiter, zeichnen Sie die Höhe P1, F1 ein mit Höhenfußpunkt F1. Das geht ganz einfach, nämlich vom Punkt, von der Spitze aus, von Punkt P, senkrecht zur Strecke AC runter. Ja, und dann liegt hier der Punkt F1 oder FN. Da liegt der Höhenfußpunkt also immer senkrecht unter der Spitze. So, jetzt die wichtige Angabe natürlich, man soll das Ganze zeichnen für x gleich 3. Das bedeutet, das sind keine x Zentimeter mehr, sondern der Punkt P1 liegt 3 cm entfernt und der Punkt A wandert um 1,5 mal 3 cm nach außen. Das sind also 4,5 cm, was hier der Punkt A entlang wandert. So, und der Rest ergibt sich dann von alleine. Wechseln wir rüber ins Grafikprogramm und zeichnen das noch. Ich fange an mit, zuerst brauche ich mal die Strecke MS, die habe ich noch nicht eingezeichnet. Da soll ja mein Punkt P drauf liegen. So, ich weiß, der Punkt P ist 3 cm von S entfernt. Also Geodreieck nehmen, 3 cm abmessen. Da liegt der Punkt P. Weiter weiß ich, der Punkt A wandert um 4,5 cm nach draußen. Also liegt der neue Punkt A1 hier. Zeichne ich schnell die Punkte ein. Nämlich hier A1 und hier P1. Benenne ich noch schnell um. Okay, jetzt habe ich jemanden falsch benannt. Das war der M, das war der A1 und das war der P1. Jetzt stimmt's. So, jetzt noch alle Seiten verbinden, dass die Pyramide ergibt. A1 mit B, A1 mit D. Da kann man ruhig eine andere Farbe nehmen und gestrichelt machen, wenn was unsichtbar ist. Ich lasse es jetzt aus Zeitgründen weg. Und jetzt noch P mit allen Eckpunkten verbinden, mit A1, mit B, mit D und mit C. So, dann haben wir hier meine schöne Pyramide drin. Zum Schluss brauchen wir noch den Höhenfußpunkt, wie gesagt senkrecht zur Strecke AC. So, dass meine Strecke AC senkrecht durch den Punkt P laufen lassen. Also ist genau hier mein Höhenfußpunkt F1. So, und an der Stelle bin ich eigentlich fertig, weil es war ja nur auf, dass man irgendwas zeichnen soll. Ja, mit Berechnen war diesmal gar nichts.